Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und was seht ihr, wo sitzen wir? Im Moos. Und deswegen zündet der Kenny jetzt mal ein Moosmodul. Der Ispo, der steht auch schon wieder hier hinten und tut die ganze Wiese bewässern. Und dann wollen wir mal schauen, was da heute alles rauskommt. Angeblich soll es ja die Doppelkirsche aus dem Moosmodul geben, die ja sonst nur aus den Eiern brüten können und die recht selten ist. Wir wollen natürlich... Ah, du hast eh alles. Wir wollen zwischendurch auch mal schauen, dass wir... Was ist denn hier? Drück doch mal das Schmerbe an. Oder was auch immer da rumhängt. Wir wollen schauen, dass wir zwischendurch natürlich Fulipurba entwickeln. Wieder ein Shiny, wieder das Höchste, wieder eins mit Blumenkranz und wieder ein Lucky, dass der Pokédex komplett voll ist. Es wäre natürlich schön, wenn ich das die ganze Zeit so halten könnte, kann ich aber nicht. Also baue ich mir gleich was. Ein Schmerbe aus dem Moosmodul kann man mal machen. Wir entwickeln gleich mal das erste. Habe ich alle einfach mit einem Punkt versehen. Wir nehmen einfach mal das Höchste und entwickeln einen Fulipurba. Was auch wieder ein neuer Pokédex-Eintrag ist. Und das ist doch toll, am Moosmodul passend in der Wiese zu sitzen und schön saftiges grünes Gras im Hintergrund zu haben. Ja, was haben wir beim Gletschermodul gemacht? Hätten wir uns irgendwo ins Kühlhaus setzen müssen irgendwo. Mhm. Und beim Magnet musst du dann irgendwo auf den Strommast klettern. Genau. Und alles industriell aussehen. So, 2600 hat das gleich. Ihr wisst ja, aus den besonderen Modulen kommen ja mehr Pokémon als aus dem normalen. Da kommt eigentlich jede Minute eins raus. Wir haben letztens beim Dino, als wir dort gesessen haben, ja zwei Stops gehabt und zwei Module gezündet gleich. Hier ist es jetzt gemütlicher. Denn ich habe immer nur entwickelt und dann habe ich alles verpasst, was rauskam. Und ein Sonnenkern passt auch gut dazu. Kann auch shiny sein. Da kann man jetzt nur den einen entwickeln, da, oder? Ja. Ja, bei dem anderen auch. War ja auch nur das eine. Dann kannst du den mit der Nein, Nase. Bei dem davor meine ich. War ja auch nur eins. Und den anderen. Den Magnetilo. Den Magneton. Und den Nase. Wir wollen mal kurz noch, weil das ja jetzt, glaube ich, aus dem Modul war, das zweite Evoli entwickeln. Und zwar nehmen wir jetzt nicht das Höchste, sondern gleich mal das Shiny, damit wir sehen, wie das aussieht. Beim Glaziola habt ihr ja nur einen geringen Unterschied gemerkt. Das war ein bisschen kräftiger, bläulich an den Füßen. Das ist ja jetzt hier so beige und grün. Und das Shiny ist kräftigeres Beige und saftigeres Grün. Also ist kein Vergleich zu Blitzer oder Aquana. Hauptsache es glitzert im Hintergrund ein bisschen rum. Und da kommt ein Spoink, wir legen es wieder hin und gucken mal. Spoink kann natürlich auch shiny sein. So, und dann können wir noch das nächste Evoli entwickeln. Haben wir gerade alles frisch gefangen. Wir geben nochmal hier ein. Wir entwickeln mal noch eins mit Blumenkranz, was eigentlich sinnlos ist, weil das Lucky, was ich habe, hat auch einen Blumenkranz, da hätte das gereicht. Aber die Luckys schmeiße ich meistens eh dann weg, weil ich muss ja Platz im Beutel sparen. Deswegen entwickeln wir das Normale mit dem Blumenkranz und dann das Lucky mit dem Blumenkranz. Das können wir ja direkt hinterher machen, dass wir damit durch sind. 2300 irgendwas. Genau. Wenn wir Glück haben, haben wir jetzt sogar männlich und weiblich vollständig. Und ja, und shiny und lucky und überhaupt. Das Gute ist bei Magnetilo, das hat ja kein Geschlecht, da müsst ihr darauf nicht achten. So, jetzt müsste alles fertig sein. Ich guck mal kurz hier. Nee, die haben alle das gleiche Geschlecht. Also daran kann es noch scheitern. Toll, ihr seht, beim Glaziola hat es genau hingehauen. Lucky, shiny, männlich, weiblich, Blumenkranz, alles andere. Und beim Fulipurba sind natürlich noch zwei graue Dinger hinterlegt, denn das Weibchen fehlt. Aber wir können dazwischendurch mal durch den Beutel schauen. Vielleicht findet man noch einfach ein weibliches, was wir entwickeln können. Das ist ja jetzt nicht so tragisch. Sonst tausche ich mir einfach eins vom Kenny rüber, wenn er nicht hinguckt. Bis jetzt noch keine Kirsche dabei. Ich bin echt enttäuscht. Ah, hier. Zerpurze. So kann man es natürlich auch machen. Bevor wir jetzt ein Blumenkranz-Evoli, ein weibliches, verschwenden, nehmen wir einfach ein richtig schlechtes vom Kenny
der noch ein weibliches für mich hat, dass wir schnell noch entwickeln können, dass der Pokédex dann wirklich voll ist bei dem Beitrag. Und ich war zuletzt gefangen, kriegst auch das Janma, hast du dir verdient. 420, wäre ein 100er. So, da seht ihr auch die reduzierten Staubkosten. Kostet nur 75 der Tausch anstatt 100. Sind ja 25% billiger, günstiger, preiswerter, wie auch immer. Das können wir jetzt gleich entwickeln, bevor wir das nächste fangen. Und so. Rotrot. Dann müsste der Pokédex wirklich vollständig sein. Wir gucken da aber gleich nochmal rein. Rotrot mit Wetterboost. Oh. Ich glaube, du brauchst Bier. Boom! Jetzt gehen wir schnell raus, denn hier. Achso, da sitzt ein Rotrot mit Wetterboost. Das habe ich doch nicht gesehen. Ja, was redet der da? 51, gleich ein gelber Ball drauf. Zack. So, jetzt seht ihr, so sieht es aus, wenn es vollständig ist. Männlich, weiblich, shiny, lucky. Alles dabei, Blumenkranz, sieht man halt im Pokédex nicht, Blumenkranz, deswegen ist es eigentlich richtig egal. Aber haben wir halt mal mitgemacht, kostet ja nichts großartig. Und ein Seemops, oh mein Gott, wenn es den als Shiny gibt, dann freue ich mich. Der ist bestimmt dann auch lila. Erstmal daneben geschossen. Wir sind ein bisschen über die Zeit, der Raid ist eigentlich schon auf. Aber der läuft ja 45 Minuten, ganz in Ruhe. Machen wir das hier fertig, nehmen dann den Raid mit. Vielleicht machen wir auch einen Doppelraid. Schaffen wir nicht, gut, machen wir halt nur das. Ja, Tongela ist gut, da kann man wenigstens Bonbons sammeln. 900 noch was. Wer noch keinen Tangolos entwickelt hat. So, Obei. Ja. Und ein Knofenser hinterher, das ist wenigstens moosig. Hm, Aufbewahrungslimiterei. Wir schmeißen mal das Obei weg, was wir gerade gefangen haben. Eneko, Seemops, Potrot, Zepurze, Miraplaza, Murzel. Wisst ihr ja jetzt, was da alles rauskam. Können wir mal weghauen. Aber hier, das ist die Kasse. Oh mein Gott! Jetzt habe ich die Handys überall ausgemacht. Und da ist sie, da war nicht zu viel versprochen. Die Kirsche ist am Start, ein wildes Kikugi erscheint. 225, die nehmen wir gleich überall mit. Gleich mal eine goldene Beere drauf. Gleich mal männlich-weiblich abchecken dann. Obwohl, das müsste eigentlich dann bei jedem das gleiche Geschlecht sein. Und neuer Pokédex-Eintrag. Oh, weiblich ist sie. Dann hat es sich ja gelohnt, ne? Sag ich mal dazu. Da seht ihr es, im Pokédex registriert. Dafür hat sich das Moosmodul doch einmal gelohnt. Weiblich, genau. Ist auch ganz gut. Ja. Männlich. Toll. Gebrütet. Der hat einfach männliches, gebrütetes. Ja, jetzt kannst du es mir dann tauschen, weil jetzt ist es ja kein neuer Eintrag mehr, sonst wäre es ja ein Spezialtausch. Ja. Leider kein Shiny. Schon wieder, oder was? Und noch ein Tangela, richtig saftig, hat noch weniger BP als das andere. Aber die Bonbons kann man ja mitnehmen. So, da ist die Runde vorbei und es hat sich doch gelohnt. Nicht nur wegen den ganzen Entwicklungen von dem Evoli, sondern eben auch Kikugi dabei. Bis jetzt noch nicht gehabt, neuer Pokédex-Eintrag und jetzt muss man auch nie wieder Moosmodul machen. Hey! Oder wenn man sieht, es ist eins an, kann man ja hin und kann mal gucken, ob da noch so eine Kirsche rauskommt. Jetzt machen wir auf jeden Fall den Raid. Das war's von uns. Habt ihr auch schon mal das Moosmodul gemacht und habt ihr auch schon die Kirsche bekommen? Habt ihr euer Fully Purba entwickelt? Schreibt es mir in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.